Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 4,4. Das ist kurz nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. Also kurz nachdem die neue Heilszeit, nämlich die Zeit der Gnade, die Zeit der Errettung angebrochen war, nachdem der Geist der Sohnschaft da war, da sagt die Bibel, nachdem im Vers 2 vorher betont wird, dass der Herr Jesus verkündigt wurde und seine Auferstehung, 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es ist etwas ganz Einfaches. Die Bibel geht grundsätzlich davon aus, dass der biblische Glaube der Normalzustand des Gläubigen ist. Und wenn ich jetzt sehe, in den vielen Jahren, wo ich gläubig bin, was man alles unter Glaube verstanden hat, was man unter Glaube verbreitet hat, was man hier für Dinge getan hat, dann muss man sagen, euch ist teilweise schon erschütternd. Und darum denke ich, ist wichtig, dass wir biblisch uns auf die richtige Glaubensbasis stellen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ein Problem. Wir sind letztendlich menschlich gesehen in einer Zeit, die meisten von uns, groß geworden, wo eigentlich Wohlstand war, wo Freiheit war, wo Normalität war, wo alles immer geregelter Zustand sich abgespielt hat. Und jetzt sehen wir langsam, wie Offenbarung 13, wie diese antichristliche Dinge, viele nennen das die neue Weltordnung, wie das auf allen Ebenen kommt. Und ich denke, dass dann unser Problem sein wird, dass wir ganz neu glaubensmäßig vorgehen müssen, wo wir es bisher gar nicht brauchten, weil alles normal war. Und von daher ist das, dass wir verstehen, was wirklich biblischer Glaube ist, von großer Bedeutung. Das Lied, wo der Harald uns hier hat singen lassen, das ist ganz wichtig, und zwar, weil das Wort im Griechischen für Glaube heißt Pistis. Es ist ein Wort, das ist ein ganz seltsames Wort. Es bedeutet 50-50 Glaube und Treue. Das sind die gleichen Begriffe. Das heißt, das, was hier in dem Lied rauskam, dieses Vertrauen, das ist der Normalzustand des Glaubens. Also wenn man jetzt griechisches Wörterbuch nachschlägt, dann heißt es zuerst, das ist auch interessant, Treue, Zuverlässigkeit, Redlichkeit, Glaube. Vertrauen, Glauben, Anvertrauen, Überzeugen, Glaube oder Vertrauen finden, betraut werden mit etwas, jemand etwas anvertrauen, treu, echt, treulich, voll, vertrauend, überzeugend. Ihr seht, wir haben ja aus dem Wort, da ist der Teufel immer dabei, das in unseren Köpfen zu installieren, wir haben aus dem Wort Glauben, haben wir etwas gemacht für Wahrhalten. Den Gedanke kennt die Bibel gar nicht. Sondern Glaube ist was völlig anderes. Glaube ist einzig anvertrauen an eine Person, von der wir völlig überzeugt sind, dass sie treu ist. Nochmals, ich vertraue mich einer Person an, in dem Fall dem Herr Jesus und seinem Vater im Himmel, von denen ich völlig überzeugt bin, dass sie vollständig treu sind. Das heißt, treu bedeutet ja, dass sie dich nie im Stich lassen, dass sie immer das, was sie sagen, auch tun, dass sie keine Spieler sind. Wisst ihr, der Mensch ist ein Spieler. Das kommt von Sündenatur her. Der Mensch ist so, du kannst dich auf einen Menschen nie 100% verlassen, das ist einfach normal. Wisst ihr, das ist traurig, aber das ist so. Und oft ist das nicht böse vom Menschen, sondern er weiß es selber nicht, dass er so ist. Ich habe mal zu meinem Bruder gesagt, du hast keine Ahnung, wie deine Wirkung auf Dritte ist. Ja, das will ich doch gar nicht. Er hat gesagt, trotzdem ist deine Wirkung so. Und das ist das Problem. Bei Gott ist es völlig anders. Er ist vollkommen treu, vollständig zuverlässig. Alles, was er sagt, das tut er auch. Er ist total sicher. Das heißt, alles, was Gott sagt, ist 100% sicher. Da kann ich mich draufstellen, da kann ich mich anvertrauen. Es wird 100% passieren. Wenn es nicht passiert oder irgendwas nicht funktioniert, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann bin in der Regel ich das Problem und nicht der Herr. Und ich möchte einfach umreißen, ich habe auch draußen ein Manuskript, wo fast alle Bibelstellen drauf sind, die könnt ihr nachlesen. Aber ich möchte einfach nochmal das Wesen des biblischen Glaubens herausarbeiten, dass wir sehen, dass Glaube kein intellektuelles Zustimmen oder ein Fürwahrhalten ist, sondern was völlig anderes. Jakobus 2,17 zum Beispiel sagt, so ist es auch mit dem Glauben.
Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Das heißt, Glaube, der nur im Hirn sich abspielt, ist tot. Er muss Reaktionen haben. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, wo ich zum Glauben kam, als der Jesus mich gerettet hat, da ist was passiert. Ich musste da nichts machen. Das ist automatisch gekommen. Ich habe angefangen, mein Leben aufzuräumen. Ich habe angefangen, zum Beispiel Trennungen herbeizuführen, Absonderung. Ich habe zuerst mal bei mir zu Hause, und ich komme aus einem evangelisch-traditionell gläubigen Haus, das Erste, was ich zu Hause eingeführt habe, war das Gebet zum Essen. Das gab es nämlich vorher nicht. Dann habe ich im Geschäft angefangen, alle Tricks und alle Betrügereien auch mit dem eigenen Arbeitgeber gegenüber aufzuhören. Ich habe dann zuerst mal einen Check rausgeschrieben und unsere Materialverwaltung geschickt und habe geschrieben, ich bin zum Glauben gekommen, so viel und so viel Material habe ich der Bank geklaut in den vielen Jahren, wo ich dort angestellt bin. Und habe noch drauf geschrieben, wenn mir noch mehr einfällt, kommt der nächste Scheck. Und die war schockiert. Und du merkst erst, wenn jemand wirklich zum Glauben kommt, wenn er Konsequenzen zieht. Glaube hat Werke. Man kann jetzt nicht sagen, tu Werke, dann bist du gläubig, sondern Glaube erzeugt automatisch Werke. Das ist biblisch und alles andere ist Unsinn. Wisst ihr, das ist einfach so. Man kann sagen, und der Wilhelm Busch hat das immer gesagt, 2 Pfund Rindfleisch geben eine gute Suppe. Das ist sicher richtig. Aber biblischer Glaube ist was völlig anderes. Da geht es nicht um ein Wahrhalten, nicht um Kleinigkeiten, sondern geht es um das Existenzielle. Einmal in Hebräer 11 sagt die Bibel, der Glaube, und das ist natürlich jetzt wieder gefährlich, wie man das übersetzt, weil das Wort hat eine ungeheure Bedeutung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also wieder vollkommene Sicherheit, vollkommene Treue. Und da steht ein Wort, das ist ein Wort, das kannst du eigentlich im Deutschen fast nicht übersetzen. Das heißt Hypostasis. Und dieses Hypostasis bedeutet zuerst einmal ein Darunterstellen. Das heißt, beim Glauben stehe ich nie drüber, sondern immer drunter. Das heißt, der Glaube ist von Bibel her vorgegeben und ich stelle mich einfach drunter. Das Wort heißt Grundlage, Substanz, Stoff, Wesen, Eigenschaft, das ich unterziehe, Standhaftigkeit, Standhalte, neutestamentlich Zuversicht. Also das ist eine Zuversicht, die vollständig substanziell überzeugt ist, dass es so ist und dann beginnt aufgrund dieser Substanz zu handeln. Das ist Glaube. Wisst ihr, wenn wir schon früher Jungscharlager hatten, da sind die Geschwister manchmal gekommen, ganz begeistert und haben gesagt, es haben sich Leute bekehrt. Ich habe immer das Gleiche gesagt, warte nur ein Weilchen, warte doch mal. Es wird sich zeigen. Glaube und Bekehrung und Wiedergeburt, das zeigt sich irgendwann, du musst nur eine Zeit warten. Wisst ihr, reden kann man viel. Da sagt der Herr Jesus an einer Stelle, sie sind mir nahe mit dem Mund, aber nicht mit dem Herzen. Nahe mit dem Herzen, das ist Glaube. Nahe mit dem Mund ist nur Hirn, intellektuell. Und das Hirn ist gut, aber manchmal taugt es auch nichts im Glauben. Da muss man aufpassen. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, die wir gläubig sind. Wir haben das verwirklicht. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Korinther 4,13, und das muss uns klar sein, der Heilige Geist ist der Geist der Sohnschaft. Vor Pfingsten, bevor der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, sein Blut vergossen hat, das mosaische Gesetz vollständig erfüllt hat, alle Flüche getragen hat, alle Sünde ausgelöscht hat, nachdem er alle Teufeleien, die der Teufel uns Menschen an den Hals gehängt hat, ausgelöscht hat, auferstanden ist, das ist der Beweis, dass er selber keine Sünde hatte und dass er alles bezahlt hatte, durch die Himmel geschritten ist, das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat, in dem Moment setzt er sich zur Rechte des Vaters und erhält der Heilige Geist. Und jetzt ist der Heilige Geist der Geist der Sohnschaft, der mir die Rettung bringt. Aber der hat nochmal was? 2. Korinther 4,13. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben. Das heißt, ich habe den Geist des Glaubens. Damit man es richtig versteht. Wenn ich vor Gott in Ordnung bin, brauche ich mich nicht anstrengen zu glauben. Genauso wie Glaube Werke wirkt, genauso wirkt der Glaube, sobald ich vor Gott in Ordnung bin. Ich stehe jetzt vom Angesicht Jesu, gereinigt durch sein Blut. Ich bin in Ordnung. Dann wirkt der Glaube automatisch
biblische Werke, Reaktionen, aber er wirkt automatisch, dass ich alles, was die Bibel sagt, glaubensmäßig ohne Anstrengung erfassen kann, wenn ich will. Stehe nämlich nicht umsonst, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wisst ihr, und mir hat mal ein Bruder gesagt, ich habe ihm genau erklärt, er hat mir erklärt, wie er in einer Sünde verhaftet ist. Und dann habe ich ihm erklärt, er hat gesagt, es steht geschrieben, du bist mit Christus gekreuzigt. In dem Moment, wie du mit im Glauben zustimmst, bricht es und du bist frei, du kannst frei sein. Dann hat er mir ehrlicherweise was ganz, ganz Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, ja, ich weiß das, aber ich weiß nicht, ob ich will. Versteht ihr? Die Sünde hat ihm gefallen. Und dann nützt dir alles hirnmäßiges Zustimmen zum Glauben und zum biblischen Erlösungswahrheit gar nichts, weil nichts passiert. Sondern Glaube ist immer Realisierung. Wer will? Und das ist so, wenn du jetzt einmal das in Ruhe dir alles anguckst, Offenbarung 22, 17, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und jetzt kommt Römer 10, 17. Ist euch was aufgefallen bei unserer ersten Bibelstelle? Da hast du drei Dinge. Du hast den Herr Jesus, du hast das verkündigte Wort und du hast letztendlich den Glaube. Und Glaube, das Wort Gottes und der Herr Jesus kann man nicht trennen. Wisst ihr, wenn ich sehe, was Leute für religiöse Spinnereien von sich geben, da muss ich sagen, die meinen es oft gut, aber die haben nicht verstanden, dass alles, was nicht von der Bibel her, vom Wort Gottes gedeckt ist, kein richtiger Glaube ist. Wisst ihr, und nur das, was Gott uns biblisch, glaubensmäßig an Gütern, an Reaktionen, an Wirkungen zeigt, das ist echt und alles andere ist fromme Religion. Und fromme Religion führt immer zur Enttäuschung und zum Untergang. Ist leider so. Wisst ihr, und wenn jetzt Römer 10, 17 dir anguckst, dann sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wieder der gleiche Hintergrund. Wort Gottes, der biblische Glaube und die Reaktion. Dann heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Und da steht ein ganz seltsames Wort, das heißt Akoe. Da kommt unsere Akustik her. Das heißt, du könntest das auch übersetzen, ohne dass du den Bibeltext hier beschädigst. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören auf die Verkündigung. Und zwar Hörer im Sinne von, ich will, ich nehme es an, ich akzeptiere es. Es ist für mich letzte Instanz. Die Verkündigung, also das Hören auf das, was Gott sagt, kommt durch Gottes Wort. Und hier steht jetzt nicht Logos, das geschriebene Wort, sondern Rhema. Das ist, wenn das geschriebene Wort durch meine Glaubenshaltung, die das annimmt, lebendig wird. Also ihr merkt wieder, da ist immer organisch, da passiert etwas. Nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Glaube ist immer Aktion, Reaktion, da passiert immer etwas. Wo biblischer Glaube ist, passiert etwas. Das ist nie, ich bin vom Hals ab bis in die Zehenspitze, bin ich vollständig unbeteiligt und mein Hirn sagt, ich stimme dem zu. Das haben wir uns beigebracht, das sei Glaube. Das ist völliger Unsinn. Und dann musst du nur ein Glaubensbekenntnis runterleiern oder musst nur einmal, wenn man aufruft zur Bekehrung, den Finger heben oder ein Bekenntnis sprechen, dann bist du schon bekehrt, dann bist du wieder geboren, dann ist alles wunderbar. Die Bibel sagt immer das Gleiche. Glaube ist Realisierung, Hypostasis, Verwirklichung. Ein vollkommenes Überzeugtsein, eine Zuversicht von dem, was Gott schreibt, dass es so ist. Und dann fange ich an, aufgrund von dem, weil ich ihn für treu halte, zu reagieren. Und die Bibel sagt, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens, steht Hebräer 12, 2. Wisst ihr, in dem Moment, jetzt könnte man sagen, ja, wie kann ich mich dann bekehren? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist dann? Ich habe ja bei der Bekehrung noch nicht den biblischen Glauben. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, der Vater zieht zum Sohn, der Sohn zieht zum Vater. In dem Moment, wenn ein Mensch von Gott her, mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen angesprochen wird. Wenn Gott in dem Herzen arbeitet durch den Heiligen Geist, bist du in der Lage, das Gleiche zu tun, wie nachdem du den Geist der Sohnschaft hast. Du hast dann die Fähigkeit, im Glauben zuzustimmen. Das ist aber immer eine Reaktion. Der agierende ist Gott, der in deinem Herzen wirkt. Wenn du dann richtig reagierst, dann brichst du durch zur Wiedergeburt. Darum ist er der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Aber es geht weiter. In dem Moment, wie ich den Geist des Glaubens habe, der Geist des Glaubens ist in meinem Geist, wo der Heilige Geist drin ist, ist er, und den fühlt man nicht, den hört man nicht, das ist einfach Fakt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur in meiner Seele lebe und nicht
durch meinen Geist meine Seele kontrolliere, das heißt im Geiste wandle, dann passiert was ganz Einfaches, wisst ihr was? Nix. Gar nichts. Dann wirkt der Glaube, der in mir ist, oder der Geist der Sohnschaft, wirkt nicht. Und das ist das Problem bei der ganzen Sache. Also muss der Herr Jesus, und das ist der Grund, warum wir stille Zeiten haben. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie oft ihr die Bibel gelesen habt. Ich habe mir mal versucht zu zählen, ist mir nicht gelungen. Weil ich ganz viele Bibeln fertig bearbeitet habe, verschenkt habe, hin und her, ich kriege sie gar nicht mehr zusammen. Aber selbst wenn du 50 oder 100 Mal die Bibel gelesen hast, ist dir das gar nichts. Wisst ihr warum? Es geht ja nicht darum, immer mehr Wissen zu haben, sondern wichtig ist, dass der Herr, der Anfänger und der Vollender des Glaubens, durch das Wort Gottes bei dir wirkt. Und dann hast du wieder Apostelgeschichte 4,4. Das Wort Gottes wird lebendig durch den Heiligen Geist. Und dann wird der Geist des Glaubens, sobald du zustimmst, wird aktiviert und dann reagierst du. Also der Herr muss mich die ganze Zeit praktisch immer wieder glaubensmäßig anstoßen. Der erste Anstoß kommt bei der Bekehrung, dann habe ich den Geist des Glaubens. Und sobald ich im Geiste wandle, wirkt der Heilige Geist, wirkt der Glaube und dann werde ich auch die Werke tun. Warum sagt die Bibel in Epheser 2,10, alle Werke waren vor Grundlegung der Welt fertig, beendet. Wisst ihr, ich habe in dem Paket des Geistes des Glaubens auch alle meine Werke drin, die ich tun soll, solange ich lebe. Und solange ich im Geiste wandle, tue ich, ich betone es nochmal, automatisch alle Werke, die Gott von mir will. Sobald ich im Fleisch wandle, in der Seele, und dann, Seele ist nicht schlecht, aber geistlich ist ja halt nicht das Medium, das Gott will, sondern der Geist. Sobald ich im seelischen Bereich wandle, tue ich automatisch die Werke nicht mehr, die Gott will. Wisst ihr, und darum muss Gott immer wieder anstoßen und darum brauche ich stille Zeit, darum brauche ich die Bibel, dass der Heilige Geist durchs Wort Gottes wieder der Glaube anstoßen kann. Und so geht der Herr Jesus hin und wirkt durch den Heiligen Geist in mir, dass der Glaube wieder lebendig wird und dass etwas passiert. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt, Hebräer 10, 22. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Bibelstellen in Bezug auf Glauben. Und zwar, das ist eine Sache, wo man meistens so ein bisschen überliest. So lasst uns hinzutreten. Da geht es ja jetzt darum, diesen lebendigen Weg zu nutzen, direkt vors Angesicht Jesu zu gehen, durch Jesu Blut und dann praktisch in der Gegenwart Gottes auch die Gebetserhörungen zu empfangen, seine Weisung, einfach die wahre Gemeinschaft. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, also heißt ehrlich. Wahrhaftig heißt immer ehrlich. Wahrhaftigem Herzen, jetzt kommt der entscheidende Punkt, in völliger Gewissheit des Glaubens. Nochmals. Glaube wirkt immer Werke. Glaube hat immer Aktion. Glaube stützt sich immer aufs Wort Gottes. Glaube hat immer der Herr Jesus zum Mittelpunkt. Und Glaube ist immer völlig gewiss, absolute Gewissheit. Wisst ihr nochmal? Ich lese nochmal. Und zwar, es ist der Zentralpunkt eigentlich das, was wirkt. Ein wahrhaftiges Herz in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Wo der Glaube eine zentrale Wirkung hat, ist mein Gewissen. Wisst ihr, jeder von uns hat ein Problem. Da haben manche Gläubige, die die Bibel nicht versteht, haben die Lehre daraus gemacht, dass du die Sünde der Vorväter noch im Hals hast. Die sind laut Galater 3,13 durch die Wiedergeburt ausgelöscht. Wir haben keine Sünde der Vorväter mehr, die sind gelöscht. Jeder Fluch ist gelöscht, das ist nämlich ein Fluch, Sünde der Vorväter. Aber etwas hast du von den Vorvätern, deine Veranlagung. Wenn du in der Familie 20 Leute hattest in deinen Vorfahren, die alle labil sind, dann bist du labil. Wenn du 20 Leute hast in deiner Vorfahrerschiene, die alle perfektionistisch und radikal sind, dann bist du perfektionistisch und radikal. Wissen Sie, jetzt kommt das Grundproblem. Wenn du einen gewissen Perfektionismus hast, und das haben ganz viele Gläubige, das ist ja gut, damit meint es ganz genau, dann weiß das der Teufel und dann versucht er, weil er sie nicht in die Sünde kriegt, dann versucht er sie durch Überfrömmigkeit und ein schlechtes Gewissen, wo es gar nicht nötig ist, kaputt zu machen. Wisst ihr, und darum sagt die Bibel, völlige Gewissheit des Glaubens und des Herz vom bösen Gewissen durch Besprengung, nämlich durch Jesu Blut, gereinigt. Geschwister, das Gewissen ist ein Instrument von Gott, das zur Seele gehört. Aber
Es wirkt nur im Heiligen Geist, wenn du im Geiste wandelst. Ich habe jetzt wieder was gehabt. Ich habe mich wochenweise rumgeschlagen. Der Teufel hat mich verklagt. Ich habe Buße getan über einen Punkt, habe mich reinigen lassen durch Jesu Blut und habe absolut gebrochen und bin einen ganz klaren Weg gegangen. Dann habe ich mit jemandem diskutiert, man hat mich gefragt, dann habe ich das in etwa, sagen wir zu 80% richtig dargestellt, aber ich hatte eigentlich innerlich keine Freiheit, dort jetzt dem allem um die Ohren zu hauen. Dann ist der Teufel gekommen und mich verklagt Tag und Nacht. Und zwar immer gleich. Es ging so, sobald ich da nur dran gedacht habe, und ich bin wohl nicht im Verdacht, dass ich Depressionen habe. Ich habe Aggression, aber keine Depression. In dem Moment habe ich Depressionen bekommen. Mir hat es der Buschkorb zusammengezogen und gleichzeitig habe ich Pressatmung bekommen und dann hat es mir die Gurgel zugeschnürt. Und das habe ich gelernt. Der Heilige Geist ist eine Taube. Der Heilige Geist arbeitet nie so. Der Teufel ist ein Geier, der sich auf dich runterstürzt. Da war mir plötzlich klar, ich bin hier vom Teufel angegriffen. Er verklagt mich. Offenbarung 12, der Verkläger der Brüder, er verklagt mich. Dann musste ich einen Glaubenskampf beginnen. Jetzt kommt der Glaube. Muss ich durch den Geist des Glaubens, muss ich hinstehen und sagen, ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Ich bin letztendlich mit Christus gekreuzigt. Es ist vorbei. Ich deklariere das, was hier sich abspielt, als Anfechtung. Und dann muss man hinstehen, gnadenlos, und das wegschlage gegen seine Gefühle. Das heißt, ich muss mein Gewissen im Heiligen Geist bearbeiten. Und ich muss mein Gewissen lehren, was richtig ist und falsch. Wenn mein Gewissen aber wirkt, ohne Pressatmung, ohne Gurgelzudrücke, ganz sanft wie eine Taube, dann werde ich vorsichtig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott etwas will, stark. Aber Gott kann auch mal stark reden, dass mein Gewissen ganz, ganz, ganz stark ausspricht. Das ist manchmal ganz schwer zu unterscheiden. Ist es jetzt vor Gott ein ganz starker Druck oder ist es eine Verklagung? Und da hilft wieder nur eins, das Wort Gottes, da man guckt, was sagt die Bibel dazu. Und eins ist klar, die Bibel sagt, wenn ich am Herrn eine Sünde bekenne und das Blut Jesu mich gereinigt hat, dann ist es, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wenn dann bei der Sünde, die gereinigt ist durch Jesu Blut, die Verklagung kommt, im Gewissen, dann ist es teuflisch. Und da muss man einfach lernen, mit dem umzugehen, aber es ist immer eine völlige Gewissheit des Glaubens. Auf was gründet meine Gewissheit? Aufs Wort Gottes, nicht auf meine Gefühle. Wisst ihr, ihr müsst das richtig verstehen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Die Gefühle sind nicht schlecht, aber die Gefühle sind fürs Geistliche nur teilweise Nutze. Manchmal können sie gefährlich werden. So, es geht stur nach der Gewissheit des Glaubens, die aus dem Wort Gottes kommt. Und da siehst du auch, wenn du zum Beispiel 1. Mose 15 siehst, wie Abraham hier vorging. Die Bibel sagt ja in Römer 4, Abraham ist der Muster des Glaubens. Er ging vor und hat letztendlich, ich sag's einmal ungeschützt, ist jedes Risiko eingegangen. Wisst ihr, und wenn du das einmal siehst, da geht's teilweise auf Leben und Tod und trotzdem, er hat Gott geglaubt, er hat dem Wort geglaubt und hat biblischer Glaube gehabt und ist nicht zu Schande geworden. In Römer 4, 16 sagt die Bibel und Folgeverse, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur denjenigen aus dem Gesetz, sondern auch aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Wisst ihr, müsste ich sehen? Ein 100-jähriger Mann kriegt mit einem 90-jährigen durch ein Wunder ein Kind und dann sagt Gott, opfere es mir, töte es. Jetzt musste er weiter glauben, dass er völlig unabhängig von dem, was Gott von ihm will, Vater vieler Völker werden wird. Und dann sagt uns ja der Hebräerbrief, dass er geglaubt hat, selbst wenn er jetzt den Isaak umgebracht hätte, dass Gott ihn auferweckt hätte. Müsst ihr euch mal vorstellen, er ist bereit, das Kind zu töten in dem völligen Wissen und in der Gewissheit, dass Gott es auferweckt, das ist wahrer Glaube. Das ist die Gewissheit des Glaubens, vollkommen sicher. Dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nichts ist, als wäre es da. Er hat, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, nämlich vom Wort Gottes, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Und er hatte nicht einmal den Geist des Glaubens. Der war noch nicht ausgegossen. Aber da siehst du, wie Gott ihn als Muster benutzt.
Und zwar, weil er völlig täuscht. Und in 2. Korinther 1, beginnt ab 19, 20 bis 22, sagt die Bibel klipp und klar, dass der Jesus alles bezahlt hat, er ist Ja und Amen. Was ist Ja und Amen? Das sagt man doch in der Welt, im Sprichwort. Ja und Amen ist keine Widerrede mehr. Es ist alles geschehen, es ist vorbei. Und die Bibel sagt, der Jesus ist Ja und Amen. Alles, was er sagt, tritt 100% ein, 150%. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, im Römerbrief ist eine ganz seltsame Konstruktion. Der Römerbrief beginnt und endet mit der gleichen Formulierung. Römer 1, 5. Und zwar, da geht es um den Dienst und alles. Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Völkern. Also die Bibel beginnt im Römerbrief und sagt, es geht um Glaubensgehorsam. Und dann in Vers 26 vor Kapitel 16, der Schluss, auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt geworden ist, zum Glaubensgehorsam. Also die Bibel sagt immer, der ganze Römerbrief hat nur einen Sinn, Glaubensgehorsam zu erzeugen. Jetzt kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt. Ist mein Glaube sauber, ist er aktiv. Ist mein Glaube sauber, bringt er Werke. Ist mein Glaube sauber, bringt er Gehorsam. Gegen wen? Gegen Gott. Und was sagt mir Gott, was ich tun soll? Das, was im Wort Gottes steht. Und wo das nicht ist, da brauche ich gar nicht überlegen, ob der sauber ist, ob der Vollmacht hat. Das ist erledigt. Jetzt kann man sagen, du bist arrogant. Vielleicht. Aber auch vielleicht nicht. So, ich bin bloß biblisch. Wenn ich biblisch einfach sehe, dass jemand gegen diese Dinge verstößt, dann habe ich Problem, dem zu glauben, den ernst zu nehmen, dass der sauber ist. Und du kannst Leute haben, die sind wunderbar lieb und alles wunderbar, aber du musst immer gucken, ob alles sauber ist. Das müsst ihr auch bei mir gucken, versteht ihr? Ich bin schon in eine Versammlung gekommen, habe es ja schon mal erzählt, nach vielen Jahren habe ich vorne hin habe gesagt, ich freue mich, dass ich wieder bei euch seid. Erste Frage, woher wisst ihr, dass ich noch nicht abgefallen bin? Dann haben die mich alle erguckt, wie ich ganz normal wäre. Und dann habe ich gesagt, doch normal, dass man das fragt. Was hast du gemacht in den 5 Jahren, wo du nicht bei uns warst? Bist du weiter klar gegangen oder bist du gekippt? Ist bei dir was passiert? Hast du deine seelischen Erregungen nachgegeben? Hast du eigene Ziele? Wie Paulus sagt, sie suchen alle das ihre. Darf man das nicht fragen? Und da muss ich immer gucken, wird biblischer Glaube verkündigt oder anderes Zeugs? Wisst ihr, biblischer Glaube hat immer Werke. Der hat auch Konsequenzen, der hat auch Absonderung. Wisst ihr, das ist ungeheuer schwierig. Wo ich zum Glauben kam, da haben wir mir aus der Familie, haben wir mir gedroht, weh, wenn du aus der Kirche austrittst. Ja, Entschuldigung, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ist doch klar. Wisst ihr, ich bin nicht nur aus der Kirche ausgetreten, ich bin auch aus anderen Organisationen ausgetreten. Ich bin sogar aus dem Bibelbund ausgetreten, ich bin aus dem CVDM ausgetreten, ich bin überall ausgetreten, wo ich gesehen habe, dass bestimmte Dinge nicht mehr gerade laufen, nicht gleich. Ich prüfe das immer lang vor Gott, bevor ich sowas mache. Aber wenn ich dann zum Schluss komme, das ist ein anderer Weg wie der biblische, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Wisst ihr, und dieses alles in einem Topf reinwerfen und alle sind lieb und alle sind gläubig, alles ist wunderbar, das wirst du am Schluss sehen, was ist. Die Bibel nennt Babylon das Mischvolk. Dann entsteht das wirklich endzeitliche Mischvolk, wo alles vermischt ist und dann kann der Teufel hier reinschießen. Und darum ist Glaube immer mit Konsequenzen und zwar entscheidender Dinge verbunden. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen Leute zu mir und sagen, ich habe doch geglaubt. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist alles wunderbar. Aber 1. Korinther 4, 6 sagt, ich soll nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wenn ich etwas glaube, was nicht biblisch abgesichert ist, dann kriege ich ein Problem. Und zwar dann kriege ich ein Problem, dass das sein kann, dass das einem biblischen Befund entspricht, indirekt. Es kann aber auch sein, dass es nicht entspricht. Und dann wird nichts passieren. Und dann sind die Leute enttäuscht. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Das funktioniert nicht. Wisst ihr, da kommt die Enttäuschung. Wisst ihr, und ich sage es euch einmal ehrlich. Das Krebsgeschwür der Gläubigen, die Hauptkrankheit auch der Endzeit bei den Gläubigen, ist eine gewisse Form von Enttäuschung. Das ist eine Form von Unzufriedenheit, von Enttäuschung. Aber Enttäuschung heißt ja immer, ich werde enttäuscht. Ich bin vorher getäuscht gewesen, jetzt bin ich nicht mehr getäuscht. Wisst ihr, und das ist so einfach. Man muss einfach lernen, 1. Korinther 4, 6, nicht übers Geschriebene hinauszugehen. Und die Bibel sagt 2. Korinther 5, 7, und jetzt kommen wir wieder zu allen diesen zeichenhaften Dingen. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wisst ihr, die Problematik, wenn ich nicht mehr nur biblisch nach Glaube vorgehe, sondern das Schauen in den Mittelpunkt stelle, dass ich etwas sehen will, dass ich Aktionen will, die die Bibel nicht kennt, dann bin ich in der Gefahr, dass ich in die Mystik
und sogar in esoterische Randgebiete hineingerate. Da gehört die Lehre dazu, Herr, bedeck mich mit deinem Blut. Wo steht es? Die Bibel sagt, in dem Moment, wie ich gereinigt bin durch Jesu Blut, bin ich gerettet vom Zugriff des Teufels. Aber um der Teufel abzuwehren, sagt die Bibel, soll ich nicht beten, bedeck mich mit deinem Blut, sondern sagt die Bibel, ich muss die Waffenrüstung aus Epheser 6 ergreifen und mich wehren. Mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes, mit dem Schild des Glaubens. Das sind die zentralen Kampfmittel. Wisst ihr, und das ist das, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wisst ihr, ich habe mal jemanden gehabt, der hat das auch bildlich gemacht. Der hat links Fenster aufgemacht, rechts Fenster aufgemacht und hat dem Teufel geboten zu gehen. Das ist ja nett, aber das ist biblisch einfach kindlich. Wenn wir erwachsen werden, dann müssen wir hingehen, nur noch eiskalt durch Glauben reagieren. Und das kennt die Bibel nicht. Der Einzige, der der Teufel geboten hat zu gehen, wer ist das? Der Herr Jesus. Da kann ich zum Herr Jesus gehen und sagen, Herr, hilf du, du hast den Teufel, hast hier geboten, hast ihn besiegt, jetzt nehme ich deinen Sieg in Anspruch. Aber ich immer sage zwischen mir und Herr Jesus, und nicht, dass ich mit dem Teufel anfange, Schlägerei zu machen. Und dann wundere ich mich, dass ich am Boden liege. Wisst ihr, das sind die Dinge, wo man einfach, wenn man biblisch vorgeht, viel Ärger sich erspart. Und Markus 1,15 zeigt nochmal etwas, das ist so ein Grundprinzip, wo der Herr Jesus der Glaube darstellt, dass wir das Substanz verstehen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes war es da. Tut Buße und glaubt. Wisst ihr, man kann nicht glauben, ohne Buße zu tun. Was heißt Buße? Wisst ihr, ich war bei der Schlachterbibel leider nicht der allein Verantwortliche. Es ist einfach so, ich würde heute das Wort Buße ändern. Buße ist ein Stück weit, hat katholischer Hintergrund, büßen. Buße heißt ganz einfach, ich ändere meine Gesinnung. Andersrum, ich stimme Gott zu. Das, was Gott sagt, dem stimme ich zu. Das ist Buße. Also sagt hier die Bibel klipp und klar, du musst dem zustimmen, was Gott sagt. Du musst letztendlich Buße tun, deine Gesinnung ändern und dann kannst du glauben. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn du nicht Buße tust, kannst du nicht sauber glauben. Buße ohne Glaube kann man eigentlich nicht mehr machen. Und die Bibel sagt, Apostelgeschichte 26, 18, es geschieht letztendlich durch Bekehrung. Und da kommt wieder ganz einfach, wisst ihr, die alte Frage der Heilsgewissheit. Und zwar, da kommen die Leute zu mir, ich fühle es nicht. Und morgens habe ich Heilsgewissheit, mittags keine, hatte ich auch. Die Bibel sagt, Johannes 1, 12, das ist biblische Aussage von Jesus, so viele ihn aufnahmen. Das steht in einer radikalen griechischen Zeitform. Das heißt, so viele ihn in einer bestimmten Sekunde aufnehmen. Also ich nehme ihn in einer bestimmten Sekunde auf. Denen gibt er in derselben Sekunde, wo sie ihn aufnehmen, die Vollmacht, das Recht, Gottes Kind zu werden. Warum steht da nur Vollmacht und nicht, dass sofort passiert? Weil es noch nicht passieren konnte, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war. Johannes-Evangelium. Steht hier, so muss man die Bibel verstehen. Das heißt aber, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, ich nehme den Herr Jesus als Erlöser ein und derselbe Sekunde löst er die Wiedergeburt aus. Ob ich das dann fühle oder hier das realisiere, spielt keine Rolle vor Gott. Es ist Fakt. Und dann kommt mein Herz zur Ruhe. Wisst ihr, und wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich wieder geboren bin, ich habe Kampf wegen der Heilsgewissheit, sage ich, allein der Kampf ist ein Zeichen, dass du 100% Heilsgewissheit hast und du Gotteskind bist, weil nur die Wiedergeborenen haben den Kampf, der Nicht-Wiedergeborene hört den Kampf nicht. Wisst ihr, und das ist einfach ein seelischer Kampf. Und sobald man im Glaube sagt, Johannes 1, 12 stimmt, wenn ich das glaube, ich habe der Geist das Glauben, ich glaube das, dann habe ich biblische Heilsgewissheit. Das ist keine Erfahrungstheologie, das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und das ist das, was 2. Petrus 1,1 eigentlich wieder in anderer Weise uns nahe bringt. Und der biblische Glaube hat immer den gleichen Charakterzug. Es sagt vom Herr Jesus an die, welchen den gleichen, da steht Isos, also deckungsgleichen, kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wisst ihr, der Glaube geht auf die Gerechtigkeit Jesu. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt, es ist, wie wenn nichts geschehen wäre. Ich glaube, in dem Moment, wie ich der Herr Jesus annehme als Erlöser, mich durch sein Blut reinigen lasse, bin ich vor Gott, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Und sobald ich dem im Glauben zustimme, ist er Ruhe.
Das will der Teufel natürlich nicht. Wenn das der Teufel zulassen würde, dann hätte er lauter Gläubige, die ihn zurückschlagen und Sieg haben auf alle Ebenen. Was macht er dann? Er schießt die feurige Pfeile in unsere Seele rein, um uns verrückt zu machen. Und von daher, Geschwister, passt auf die Gedanken auf. Nicht jeder Gedanke ist von Gott, aber auch nicht jeder Gedanke ist vom Teufel. Es gibt auch Gedanken, die sind von mir. Aber das Problem ist, die haben leider alle die gleiche Farbe. Die haben alle die gleiche Wirkungsweise. Du kannst der Gedanke nicht dem, wie er kommt, erkennen. Du brauchst die Bibel dazu. Du musst gucken, ob das biblisch ist. Jetzt merkt ihr, ohne das Wort Gottes habe ich gar keine Chance. Jakobus 2,17, jetzt kommen wir wieder zu dieser absoluten Tatsache, die hier Jakobus, der ja nicht erklärt, sondern immer bloß draufhaut, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot, das haben wir gelesen. Und dann 22 dazu, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam wurde. Da steht das Wort, wo unser Fremdwort Synergie herkommt. Er wird zusammen mit den Werken wirksam. Und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wird. Das heißt, Glaube und Werke kann man nicht trennen. Und jetzt kommt vielleicht etwas ganz, ganz Radikales. Ich habe das lange Zeit mich gewundert, warum Gott das so macht. Das macht er, dass man einfach nicht rumdiskutiert. Er sagt hier, und zwar, hier haben wir einen ganz zentralen Punkt, wo die Bibel über den Zweifel redet. Sie sagt, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mann denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, da steht im Griechischen zwei Seelen, ist unbeständig in allen seinen Wegen. Merkt ihr jetzt was? Die Gewissheit des Glaubens. Geschwister, wir dürfen uns beim Glauben keinerlei Zweifel leisten. Die Bibel sagt, wenn du den geringsten Zweifel hast, empfängst du nichts. Das heißt nicht, dass ich gesündigt habe. Wisst ihr, der Teufel geht dann hin und sagt zu mir, wenn ich jetzt nur den geringsten Zweifel habe, dann kommt der Teufel zu mir. Das macht er, weil du gesündigt hast, weil du vor 3 Monaten lau warst, weil du gestern lau warst. Weil du, versteht, so arbeitet der Teufel. Aber die Bibel sagt ganz einfach, du kannst völlig in Ordnung sein mit Gott und stimmst dem Glaube etwas zu, nimmst es an und dann gibst du nur im Zweifel den geringsten Raum, dann passiert nichts. Hat über deine Stellung, ob du in Sünde bist oder nicht, vor Gott nichts Geringste zu tun. Ihr versteht nochmal. Gereinigt durch Jesu Blut, erster wichtiger Punkt. Zweitens, ich muss den Geist des Glaubens erwenden, und zwar mit völliger Gewissheit, dass ich einfach am Zweifel keinerlei Raum gebe, aber gar keinen Raum. Dann schlägt er durch. Und als logische Folge kommt Galater 5,22, dass ich dann die Früchte des Geistes hervorbringe. Eigentlich heißt es ja bloß Frucht, steht in der Einzahl. Dann kommt automatisch das, was Gott will. Und wenn du jetzt die ganzen Briefe, Paulus erklärt das immer, die judechristlichen Autoren wie der Petrus, Jakobus, Johannes, die erklären relativ wenig. Und da sagt die Bibel nochmal ganz klar in 1. Johannes 5, in die ersten 3 Verse, Glaube wirkt Gehorsam, Glaube wirkt Werke, Glaube wirkt automatisch. Wisst ihr, und das ist einfach ein Fakt. Wenn ich wissen will, wie ich glaubensmäßig bin, und die Bibel sagt ja Epheser 2, 8 bis 10, ich habe es als Gnadegeschenk empfangen. Wisst ihr, der Glaube, da habe ich nichts dazu getan. Ist auch kein Verdienst. Wisst ihr, das muss raus aus unserem Kopf. Es ist kein Verdienst, wenn ich biblisch etwas zustimme und glaube. Wisst ihr warum? Es ist eine Gnadegabe. Ich lese uns, Epheser 2, 8 bis 10. Gott hat es mir geschenkt. Und ich benutze nur ein Geschenk. Wisst ihr, wenn mir jemand ein Auto schenkt und den Schlüssel und ich benutze das, dann kann ich nicht stolz sein, weil ich habe es geschenkt kriegen. So ist beim Glauben auch. Das sagt die Bibel. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Jetzt hast du wieder den Fakt, dass die Werke schon drin sind. Du tust automatisch das, was Gott will, wenn du glaubensmäßig vorgehst. Also wo muss unser ganzer Akzent sein? Auf dem biblischen Glauben. Wo muss der ganze Glaube herkommen? Durchs Wort Gottes. Wer macht es? Der Herr Jesus. Er ist der Erfinger und der Vollender. Also muss ich mit offenem Herzen über der Bibel das Wort auf mich wirken lassen und erwarte, dass der Herr Jesus lebendig macht. Und dann wird der Glaube aktiv und dann wirst du handeln.
Und das ist dann kein Werk von dir, sondern das ist letztendlich sein Tun und du bist nur ein Reagierender. Darum kriegt nie jemand Ehre, der etwas tut, sondern es ist immer so, ich kann nur sagen, ich habe nur reagiert auf etwas, was mir bereits geschenkt ist, ich habe nichts getan. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit hat nur einer die Ehre, nämlich der Herr Jesus und kein Mensch mehr. Wisst ihr, wenn ich manchmal sehe, wie Gläubige sich brüstet, was sie getan haben, dann muss ich sagen, ist alles okay, aber im Prinzip hast du nur reagiert. Er hat gewirkt. Apostelgeschichte 15,9. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Es geschieht alles durch Glaube. Auch die Reinigung geschieht durch Glaube. Sobald ich im Glaube annehme, dass das Blut Jesu mich reinmacht oder der Herr Jesus als Erlöser aufnimmt, derselbe Sekunde bricht das durch. Das kannst du gar nicht verhindern. Das ist ein Automatismus. 1,5 vom 1. Petrus. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Wisst ihr, ich werde auch bewahrt durch Glauben. Manche sagen, du wirst automatisch bewahrt. Das stimmt nicht. Wisst ihr, Gott will keine Automaten. Auch der Calvinismus stimmt nicht. Wisst ihr, was wäre das für ein Gott, der öffentlich sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wo Gott sagt, tut Buße und glaubt. Gott sagt klipp und klar, wer glaubt und fordert auf, Buße zu tun. Und dann sagt der Calvinismus, du kannst gar keine Buße tun, wenn du nicht ein Erwählter bist. Wisst ihr, was für ein Unsinn. Das ist ja völliger Unsinn. Ich bin in dem Moment, wie ich ein Gläubiger bin, letztendlich habe ich den freien Wille, die Erlösung anzunehmen oder nicht. Jeder Mensch hat den freien Wille, anzunehmen oder nicht. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 1. Timotheus 4,10. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4 und 4,10 sagt zu ihm, darum ist der Retter aller Menschen. Wisst ihr, wie kann man sagen, Gott ist der Retter aller Menschen und dann sagen, aber er will gar nicht alle retten. Merkt ihr, wie unlogisch das ist. Darum müssen wir alle Lehre der Menschen wegwerfen. Es muss alles raus aus unserem Schädel. Nur die Schrift allein, nur die Bibel allein. Und dann hast du die Grundlage für den wahren biblischen Glauben und dann machst du auch keinen Fehler. 1. Johannes 5,4 sagt, wir werden auch überwinden durch Glauben. Wisst ihr, alles geschieht durch Glauben. Merkt ihr, wie wichtig biblischer Glaube ist. Und biblischer Glaube ist einfach. Ich habe den Geist des Glaubens. Sobald ich im Lichte wandle vom Angesicht Jesu und das Wort Gottes auf mich wirken lasse, löst der Herr Jesus bei mir, und das ist nur eine Reaktion von mir, automatisch das Biblische aus. Und auch ich schaue Hebräer 4,3, dann geht das Herz in die Ruhe des Glaubens ein. Und ich bin ein Zappelphilipp, war ich immer schon. Und was denkt ihr, was ich für Kämpfe hatte, bis mein Herz in Christus völlig zur Ruhe kam? Also ich bin zum Glück körperlich relativ klein, hat Gründe. Ich bin Skirennläufer gewesen, haben mir den Fuß abgerissen und Rückgrat verkrümmt, 3 Zentimeter kürzerer Fuß, hat riesen Vorteile. Ich habe daheim, habe schon oft erzählt, habe ich an manchen Stellen habe ich einen Marmorsimse. Und ich habe leider, ich bin Psychosomatiker. Das heißt, ich bin ein Mensch, wo man notfalls auch mal was zum Fenster loswirft, wenn es sein muss. Also ihr versteht. Ich reagiere auch und ich habe dann in der Verzweiflung, wenn ich nicht mehr in der Ruhe des Christus war, habe ich immer eine blöde Angewohnheit, dann schmeiße ich den Kopf nach hinten. Wenn ich nur 10 Zentimeter größer hätte, ich wahrscheinlich schon ein paar Mal vielleicht sogar einen Schädelbasisbruch gehabt, wenn ich da so hinter mich knall. Zum Glück bin ich immer unter dem Sensor durch. Aber wisst ihr, das ist normal. Diese Kämpfe sind normal. Je nachdem, was du für einen Charakter hast, musst du kämpfen. Der Phlegmatiker muss weniger kämpfen. Aber der hat einen Nachteil, der sieht fast nichts, versteht ihr? Ich habe die Phlegmatiker mal eine Zeit beneidet, dann sagt der Bruder zu mir, mal, zu dem ich seelsorgerlich ging, und gesagt, hey, pass auf, mit deinem, er hat es schon deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich einen blöden Charakter habe, also ein perfektionistischer. Er hat gesagt, wenn der ganze Körper, ich habe schon oft erzählt, aber es fasziniert mich immer noch, wenn der ganze Körper Organe hat, bist du halt der Blinddarm. Ne? Ich bin zu meiner Frau gekommen und gesagt, ich bin der Blinddarm. Gell? Aber damit hat er gemeint, du bist schwach. Dann hat er gesagt, aber wenn du durch das Biblische diesen perfektionistischen, verrückten Charakter in den Griff kriegst, dann siehst du Dinge, wo ein Phlegmatiker 1000 Jahre nicht sieht. Und das ist es. Und darum musst du immer dankbar sein, was du für einen Charakter hast. Wenn du ein Phlegmatischer bist, darfst du dankbar sein, dass du deine Ruhe hast.
Wenn du kein Phlegmatischer bist, darfst du dankbar sein, dass das vollkommene Opfer bei dir wirkt, dass du zur Ruhe kommst und dass du dann halt Dinge erkennst, die ein anderer nicht erkennt. Also von daher müssen wir immer zufrieden sein mit unserem Charakter. Der ist immer maßgeschneidert. Und dann wird auch der Herr Gebetserhörungen geben, wenn ich im Glauben vorwärts gehe. Wisst ihr, und ich muss halt immer gucken, ist das, was ich bete, abgedeckt? Der Jesus sagt einmal in Matthäus 21,21, leicht zu merken: Wahrlich, ich sage euch, wer Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Aber jetzt muss ich alle Bibelstelle lesen. Jetzt sagt die Bibel nämlich, 1. Johannes 5, alles, was verheißen ist, tritt so ein. Und bei dem, wo es nicht verheißen ist, da gilt Lukas 18, dass ich anhaltend beten muss. Und das sind dann die Dinge, da muss ich es Gott überlassen, ob er mein Gebet erhört. Wenn ich eine Verheißung habe und stelle mich im Glauben drauf, dann wird sie 100% eingelöst. Gewissheit des Glaubens. Aber jetzt kommt das Problem. Je nach deiner Berufung oder je nach dem, was Gott mit dir will, hast du, steht Römer 12,3, ein Maß des Glaubens. Wisst ihr, wer ein Riesenmaß des Glaubens hatte? Auch die Gnadengabe des Glaubens war der Georg Müller. Der hat Dinge getan. Er hat ganz viele Waisenkinder zu versorgen gehabt. Die saßen alle am Tisch. Und dann kam die Schwester, die das Essen bereitet, hat gesagt, wir haben kein Frühstück mehr, gar nichts. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, Kinder, betet und dankt für das Essen. Verrückt, oder? Die haben fürs Essen dankt. Selbe Momente klopft es an der Tür, steht ein Bauer da und bringt einen ganzen Wagen voll Lebensmittel. Die Kinder haben gegessen. Du brauchst nicht den Glauben von Georg Müller. Aber das Maß, was Gott dir gegeben hat, den Geist, den musst du ausleben. Das ist ein Problem. Man muss es ausleben. Aber immer nur mein Maß. Ich muss immer nur mein Maß ausleben. Und Hindernisse, sagt die Bibel in Markus 9, ab 17, ganz klar, Hindernisse ist der Unglaube. Unglaube heißt, ich glaube es gar nicht. Kleinglaube ist wiederum, dass ich zweifle. Also Kleinglaube heißt im Prinzip, das steht in Matthäus 8, 23 und folgende, ich glaube es im Prinzip, aber ich lasse im Zweifel einen gewissen Raum. Das ist dann der Kleinglaube. Unglaube heißt, ich glaube es gar nicht. Und beim Unglaube gibt es zwei Arten. Das eine ist einfach, dass ich es nicht glaube. Und das zweite ist, die sich weigerten zu glauben. Das ist zum Beispiel der Bruder, der zu mir gesagt hat, ich will eigentlich gar nicht. Ich will nicht. Das ist die Weigerung zu glauben. Wisst ihr, und da kannst du dann nicht helfen. Ich habe ihm dann gesagt, Entschuldigung, ich bin dann nicht mehr der Ansprechpartner. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe nur gesagt, du kannst auch beten, dass du mit Christus gekreuzigt bist für deinen Wille, dass dein Wille hier geopfert wird. Aber das musst du tun. Ja, das tut er aber nur, wenn er will. Ihr merkt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und natürlich, einmal sagt die Bibel, Johannes 5,44, wie könnt ihr glauben, die ihre Ehre voneinander nehmt. Also Gott akzeptiert eigene Ehre bei Menschen nicht, dann verweigert er die Erhörung. Gott will, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir nur aufgrund von seinem Tun, von seinem vollkommenen Opfer letztendlich Gebetserhörungen haben. Lässt in Ruhe Psalm 115,1, wo Gott sagt, dass er seine Ehre niemand gibt, steht im Jesaja 48,10 nochmals, wo er klipp und klar sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Ich lese mal Jesaja 48,10, weil das ist eine massive Bibelstelle, die hier eine Rolle spielt. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Der Silberschmelzofen ist das Wort Gottes. Wenn Gott mich läutert durchs Wort Gottes, das ist der Silberschmelzofen, wo das Wort Gottes mir durchs Herz geht wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn das nicht hilft, das ist das Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Dann kommt die Anfechtung, dann kommt die Prüfung, dann geht's unter durch. Jetzt sagt er, warum? Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästern? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Die Bibel sagt also klipp und klar, Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Wenn jemand eigene Ehre sucht, verweigert ihm Gott die Gebetserhörung. Das ist einfach Fakt. Zweifel haben wir schon gesehen, Jakobus 1,6 hindert. Was auch hindert, Jesaja 59,1. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Helfen, aber eure Sünden hindern euch. Wisst ihr, ich muss gucken, dass ich vor Gott sauber bin. Ich habe es nie verstanden, auch bei mir, wieso der Teufel es schafft, die Gläubigen so weit zu kriegen, dass sie dem Herr ihre Sünden nicht offen bekennen. Was ist da dran? Wisst ihr, der Mensch ist ein Heuchler, sich selber gegenüber und Gott gegenüber. Ich habe schon betet, Herr, vergib mir, was ich gerade gebetet habe, es war geheuchelt.
Ist mir eine Minute später klar geworden, nachdem ich es gebetet hatte. Gell? Dann schämst dich ja. Aber das ist der Mensch. Ich muss ganz ehrlich vor Gott die Sünde bekennen. Dann breche ich mit der Sünde, lasse keinen Zweifel mehr zu, suche keine eigene Ehre und sofort beginnt das Wort Gottes durch den Geist des Glaubens in mir zu wirken und ich werde biblischen Glaube haben. Psalm 1. Es geht alttestamentlich, neutestamentlich durch die ganze Bibel. Gott hat immer das gleiche Prinzip. Es hat er nie geändert, es wird er auch nicht ändern. Es ändert sich auch nicht in der Endzeit. Es ändert sich nie. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort Gottes und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Und was sagt er hier? Der nicht bei den Sündern sitzt, der sich absondert. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal musst du dich absondern. Wo ich aus der Pfingstbewegung rausging, ich musste mich von denen Leuten, das sage ich jetzt nicht gern, aber es ist einfach Fakt, von denen Leuten, die mir 100-mal mehr Gutes getan haben, wie später die Leute der biblisch lehrmäßig richtiger Kreis, die haben mir nicht einmal annähernd so viel Gutes getan oder waren nicht so wohlwollend wie meine Freunde in der Pfingstbewegung damals. Ich musste mich von denen Leuten absondern, um der Wahrheit willen. Es tut weh, versteht ihr? Ich hätte mich lieber von anderen abgesondert, versteht ihr, die mich geärgert haben. Aber ich musste mich von denen absondern. Aber das ist einfach so, es hat einen Preis. Und da gehört natürlich auch die ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus dazu, die das immer auslöst. Und darum ist die stille Zeit so wichtig, dass er zu dir reden kann. Aber du musst aufpassen, der Teufel benutzt auch das Wort Gottes und lügt. Er hat zum Beispiel mit Jesus gesagt, auf der Zinne des Tempels, stürzt dich herunter. Es steht geschrieben. Das stimmt, er hat das zitiert, hat aber einen kleinen Teil weggelassen. Der Teufel wird das Wort Gottes benutzen und einen kleinen Teil weglassen, um dich zu blöffen. Also du musst auch beim Wort Gottes aufpassen. Du musst genau gucken, ob das wirklich da geschrieben steht. Dann musst du die andere Stelle nachschlagen. Das ist der Grund, warum man Konkordanz braucht. Ob das wirklich so ist. Jesaja 50,4. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Erweckt mir morgen für morgen, ja, erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das ist die persönliche Beziehung. Und die Bibel sagt, Johannes 6,63, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Wer das glaubt, das wirklich annimmt, realisiert, Hebräer 11,1, Hypostasis, bei dem passiert etwas, bei dem kommen automatisch die Werke, bei dem kommt automatisch biblischer Glaube, bei dem kommt automatisch Sieg. Aber Sieg gibt es nur, wenn vorher Krieg war. Versteht ihr? Es ist Kampf, Kampf und Sieg. Wenn mir ein Gläubiger sagt, er hat keine Erfechtung, er hat keinen Krieg, er hat keinen Kampf, dann zweifle ich, ob der echt ist. Aber ich sage es euch ehrlich, mir wäre es manchmal lieber, es wäre ein bisschen weniger. Je nachdem, was ich für eine Botschaft habe oder was wichtig ist in der Gemeinde, was drumherum wichtig ist, kracht es bei uns manchmal. Beate hat ja auch schon gesagt, jetzt habe ich Nase voll, jetzt will ich nicht mehr. Und dann muss ich sagen, ja, das ist so. Gell, manchmal habe ich auch die Nase voll, aber es ist Krieg, Kampf und Sieg. Und wenn man das nicht begreift, wie lange geht der Krieg? Bis du die Augen schließt. In dem Moment, wie du die Augen schließt und du wachst dann auf und siehst als Erster, so wie es in dem Lied heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein, dann hast du nichts mehr. Dann hast du Ruhe, dann hast du Frieden, dann hast du Freude für alle hinein in die Ewigkeit der Ewigkeit. Aber bis dort, Krieg. Die Bibel sagt mal ganz klar durch den Paulus, das bisschen Kampf jetzt ist nicht wert im Vergleich zu dem, was dann kommt. Das müssen wir uns immer wieder einhämmern. Römer 14,23. Das sind alles Eckpfeiler. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Entschuldigung, ist das so brutal? Kann religiöses, frommes Handeln Sünde sein? Ja, wenn es nicht aus biblischem Glaube ist. Und dann kommt wieder das, wo die Bibel sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Kolosser 3,1. Kann ich auch nur durch Glauben. Warum? Hebräer 10,19 bis 22, 23, da sagt er, ich soll mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Jesu Blut herzutreten vor der Thron Gottes. Ihr seht, ohne Glaube geht gar nichts. Und in der Endzeit sagt halt Lukas 18, 1 bis 8, wo diese Witwe den Richter bedrängt, dass er ihr helfen soll, da sagt sie klipp und klar, meinst du, dass man den Glauben findet in der Endzeit? Und einer der Hauptangriffe in der Endzeit geht gegen den biblischen Glauben und geht immer mehr auf Event, auf Erfahrung, auf Gefühle. Ich habe heute Morgen wieder von meinem Nachbar gehört. Ich habe mich selber beherrschen müssen. Da kam ein Teil von den alten frommen Liedern,
die wir in unserem Jugendkreis gesungen haben, die sind seelisch schön, die erbauen dich seelisch. Auch der Text, auch Melodie, es geht ganz auf die Seele. Und er denkt, wunderbar, aber da ist mir wieder eingefallen, aber die sind doch gar nicht bekehrt. Steht ihr? Die geben ihrer Seele ein Stück Religion, aber bekehrt sind sie nicht. Nur lieber kein Gefühl und biblischer Glaube. Und in der Endzeit wird er einfach weg sein. Da wird das Gefühl, wird alles überhand nehmen und wird letztendlich, ich sage es mal vorsichtig, das Glauben durch das Schauen hinweg tun und darum äußerste Vorsicht. Wisst ihr, das, wo ich zum Glauben kam, da gab es keine Handys, da gab es kein Internet. Könnt ihr euch das vorstellen, eine Welt ohne Internet, ohne das? Da hattest du ein Telefon, ich hatte nicht immer ein Telefon an der Wand. Wenn ich dann telefonieren wollte, musste ich 2 Kilometer zur Telefonzelle ins Geld reinschmeißen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, oder? Was ist seither passiert? Ist ein Satellit hochgeschossen worden, 1968. 1967 endet die Zeit der Heide laut Lukas 21, 24, wenn Jerusalem zurückerobert wird. Und genau in der Zeit wird ein Satellit hochgeschossen und seit der Zeit hast du eine digitale Welt. Und der Antichrist wird Offenbarung 13 über die Digitalisierung machen. Und ich kann euch nur raten, beginnt neu eine erste Liebe zu entwickeln. Wisst ihr zu was? Zum Papier. Schmeißt das Digitale, wo es nicht braucht, weg und geht wieder zu den Büchern, geht wieder zu der Bibel. Wisst ihr, geht wieder zum Biblischen, zu dem Normalen. Und Hebräer 11, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, 6, dieser biblische Glaube. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wisst ihr, jetzt musst du dir vorstellen, die Bibel sagt, selbst wenn du noch nicht irgendwas nicht sauber ist, Gott wird dich belohnen, wenn du ihn suchst. Kann ich das glauben? Wenn ich den Geist des Glaubens habe? Ja. Also muss ich kommen und sagen, Herr, ich suche dich jetzt. Erbarme dich, hilf mir. Du siehst meine Situation. Wisst ihr, ihr müsst mal gucken, wo ist kein Elend? Elend ist oft in der Familie, in den Ehe, in den Gemeinden, in den Firmen, beim Beruf, in der eigenen Seele. Da ist überall Elend. Und die Bibel sagt, sobald du mich suchst durch Glaube, wird er dich belohnen. Wer glaubt es? Wissen, die Bibelstelle werden nicht gepredigt. Ich muss das glauben. Und Judas 20 sagt, er baut euch auf eurem allerheiligsten Glaube. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, steht in Jesaja 7, 9. Wissen, jetzt ist das eigentlich relativ einfach. Man könnte auch etwas tun. Man könnte, es sei Bibel zum Beispiel, ihr wisst ja, warum manche Bibel, die meinen es ja ganz gut, die hat da schwarze Dinger, schwarze Folie. Aber selbst trotz schwarzer Folie hat es meistens nur 1 oder 2 leere Seiten. Man kann auf die leere Seite zum Beispiel drüber schreiben, Glaube, Strich. Hebräer 12, 2, der Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich bekomme den Glauben mit dem Heiligen Geist, mit der Wiedergeburt. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaube ist eine Verwirklichung, eine Realisierung dessen, was man hofft. Man kann hier einfach die Glaubensdinge hinschreiben und kann jeden Tag sich das vergegenwärtigen. Das ist biblischer Glaube. Durch Glauben werden wir überwinden. Wenn wir lernen, biblisch zu glauben und diesen Weg zu gehen, dann wird keiner von uns zu Schande werden. Keiner wird untergehen drin sein. Durch Glaube, versteht ihr? Aber jetzt kommt das Problem. Wenn du dich an dir selber aufhältst, an deiner Schwäche, an deiner seelischen Anfälligkeit, wenn du dich an die Geschwister ärgerst, wenn du dich im Beruf ärgerst, wenn du dich am Staat ärgerst. Wisst ihr, ich könnte mich ärgern von morgens bis abends, wenn ich wollte. Ist überhaupt kein Problem. Wer so Ärgerader hat, der hat die schönste Zeit des Lebens. Gell? Jetzt kannst du dich nur noch ärgern von morgens bis abends. Aber was sagt die Bibel? Wir sollen wegsehen, steht da im Grundtext, Hebräer 12. Hin zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir müssen den ganzen Ärger übersehen und uns vors Angesicht Jesu stellen. Kann ich das? Ja, ich habe den Geist des Glaubens durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19, Folgeverse. Kann ich direkt vors Angesicht Jesu gehen? Dann öffne ich die Bibel und lasse das Wort Gottes auf mich wirken. Und dann wird dieser biblisch-geistliche Glaube realisiert. Dann werde ich auch tun, was Gott will. Und ich darf nur das nicht hindern durch Unglaube, durch Kleinglaube, durch Zweifel, oder dem ich eigenes suche, steht hier. Das hat natürlich einen Preis, den möchte ich am Schluss nicht verhehlen oder das nicht verschweigen. Das heißt zu Deutsch, Galater 2, nicht ich, Christus. Was bin ich dann? Nur noch ein Reagierender.
Ich erwarte immer, dass der Herr an mir agiert und ich reagiere nur noch. Ich öffne die Bibel, lege mein Herz vor sein Altar und warte, was er tut und dann reagiere ich. Und dann kommt Hebräer 11,6. Dann wird Gott mich und dich belohnen, wenn du biblisch so vorgehst. Versteht ihr? Ist ein Punkt. Man muss aber das im Glauben wirklich erfassen und sich draufstellen. Und wer diesen biblischen Glauben hat, der wird überleben. Und das ist der Wille Gottes, dieser biblische Glaube. Und so ist gar nichts. Keine Religion, sondern biblischer Glaube. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Tag der Gnade. Ich danke dir, du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du hast mit deinem vollkommenen Opfer am Kreuz von Golgatha alle Grundlage gelegt. Du hast uns den Geist des Glaubens, den Geist der Sohnschaft gegeben, die Wiedergeburt. Und jetzt können wir in diesem kindlichen, biblischen Glauben dir nachfolgen. Wir brauchen uns nicht mehr innerlich zu vergewaltigen oder versuchen, großartige Werke und Dinge zu tun, sondern müssen nur kindlich vor deinem Angesicht diesem Glauben Raum geben. Dann wirst du alles in uns wirken, alle Werke, die vor Grundlegung der Welt bereitet sind. Du wirst diesen biblischen Glaube wirken, dass unser Glaube Werke hervorbringt. Du wirst uns überwinden lassen, du wirst uns Sieg geben. Wir werden durchgehen, trotz allem Kampf. Und jetzt erbarme dich. Du weißt, wo jeder von uns steht. Jeder kämpft an anderer Baustelle. Gib einfach Gnade, dass wir jetzt beginnen, egal wo wir stehen, unsere Häupter zu dir zu erheben, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, Schritt für Schritt diesen biblischen Weg zu gehen, auf das wir überwindet, dass wir siegen, dass wir letztendlich durchkommen. Dafür bete ich dich an. Amen.